Hallihallo, ihr Lieben, hier ist wieder das Elfenstübchen. Ich bin gerade zur Tür gegangen und habe ein kleines Überraschungspaketchen hier gekriegt. Das kommt aus Holland, ist von der lieben Klimbim-Elli, von der Jan. Ja, und ihr seht, ich bin voll im Halloween-Fieber. Hier steht auch wirklich, also da seht ihr noch was und da seht ihr noch was, aber ich habe schon alles zur Seite geräumt. Es ist wirklich proppenvoll hier. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Paket hier an. Und wollte ich mit euch zusammen auspacken. Dann machen wir das doch. So, alles zurechtschieben hier. Oh wei. Ich habe hier ein Tütchen gekriegt. Das sieht ja, ja, das ist irgendwie so kleine Schokodrops. Vielleicht ja sogar auch schon was mit Nüsschen drin oder irgend sowas. Mal gucken. Oh, ich habe eine Schüttelkarte gekriegt. Entschuldigung. Und vielleicht sollten wir. Also, da ist ein Blanko. Ich höre es nur. Und. Tada! Ist die nicht cool? Ich finde die ja voll cool. Ja. So cool. Und mal eben reingucken. So, könnt ihr bitte mal eben was darunter schreiben? Sie schreibt nämlich, oh, sorry, war meine erste Karte in der Art. Und was ist da jetzt schlimm dran? Ist nichts schlimm dran. Ist cool. Und irgendwo hier kenne ich diese ganzen Teile, die da drin sind. Ich finde die voll cool. Ja, Punkt. Dann habe ich hier noch ein paar Card-Candies. Und also mit was Card-Candies, da hat sie echt was drauf. Die sind so mega cool. Ne? Little Halloween. Die sind doch wirklich mega cool. Was war das? Martha Stewart's Stanze? Die Spinnnetze? Ich finde die voll genial. Komm, kriegen wieder einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. So. Dann habe ich auch ganz viele Glipperaugen gekriegt. Und ich muss mal eben hier was zurechtrücken. Die sind nämlich ein bisschen auseinandergeflogen. Den kriege ich nicht ganz wieder drauf. Das ist nur ein halber Besen. Aber die hat sie auch Lollibesen gemacht. Ich finde die ja total genial, ne? Da muss ich mir mal, was die Lollis angeht, das muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Ich habe ja auch schon einen davon gemacht. Ich habe hier noch einen in Arbeit. Da muss man ja auch andere Sachen draus machen. Nicht nur, können nicht nur Besen, ne? Hier ist noch ein Auge. Was haben wir denn noch? Die ist ja genial. Die hat sogar einen Saugnapf. Das heißt, ich könnte die sogar... Ja, mal gucken, wann mein Mann nach Hause kommt. Ich glaube, die kriegt erstmal einen Platz im Badezimmer oder sowas. Ja. Nein, ich bin nicht fies. Nein. Oder ich nehme die mit zur Arbeit. Oh, das ist ja noch eine geilere Idee. Obwohl, dann kriege ich Ärger mit meinem Chef wahrscheinlich. Man muss dazu wissen, ich arbeite in der Gastronomie. Kommt, glaube ich, nicht so cool, wenn da Kakerlaken rumlaufen. Aber bei bestimmten Gästen könnte ich das machen. Das wird lustig. Dann machen wir erstmal das. Da hat sie mir hier ein bisschen Washi eingepackt. Einmal weiß mit Gold und hier unten dieses Türkis.
den Stern finde ich schön. Das passt geradezu. Noch was, was ich hier liegen habe, glaube ich. Ja. Den ein Stempelchen. Ein Lichtlein geht auf. Auch sehr cool. Noch ein Auge. Die finde ich voll genial. Ach, hier ist noch ein Besen. Da hat die, die Hexe eine Notbremsung gemacht. Ne? Dann haben wir hier ein paar Spiders. Die sind ja auch richtig fies, ne? Ich meine, wenn man die Zähnchen anguckt. Ich habe früher mal mit meinem damaligen Ex, der hatte Vogelspinnen. Und da war eine dabei, die war auch, hatte auch solche Monsterzähne. Die konnten Bleistift kaputt machen. Und einmal so eine kleine. Also kleiner als die. Dann. Hoppala, jetzt ist mir gerade was runtergefallen. Moment, ich muss mal eben aufstehen. So, packen wir nochmal eben wieder rein, wo es reingehört. Oder wo es, glaube ich, rausgefallen ist, sagen wir mal so. Dann habe ich hier was Herbstliches gekriegt. Und die finde ich ja wohl auch total niedlich. Wohlwort. Ach, ich könnte ja so viel Herbst basteln, weil ich das einfach total schön finde. Aber mein Problem ist immer, wo soll ich da überall mit hin? Letztens hatte ich jemand ein Foto gezeigt von meinen Hüten. Wisst ihr, was ich als Antwort gekriegt habe? Ja, und was macht man damit? Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Bild, was macht man damit? Man hängt es auf. Man findet es einfach schön. Wir Bastler finden es einfach schön zu basteln. Oder nicht? Ja, sehe ich zumindest so. Ja. Herbst. Mache ich auch noch was Schönes mit. Und dann habe ich einen Mini-Backflip. Ja, finde ich voll cool. Das ist mir eben rausgefallen. Oh, holländische Schuhe. Gestern war wieder eine meiner holländischen Gäste bei uns. Die kommen immer einmal im Jahr. Und wisst ihr, über was wir uns unterhalten? Über ACTO. Weil eigentlich heißt Action nämlich nur hier in Deutschland Action, weil es heißt nämlich eigentlich ACTO. Ja, und die gehen da einmal im Jahr hin. Einmal eine Woche hin, so. Also es gibt noch kranke Menschen wie wir, die nicht basteln und zur Action gehen. Ja. Hier haben wir nochmal so ein zartrosa Band. Was haben wir noch? Ich räume mal das Feld von hinten. Oh, ganz viel! Das sind ja, ne, aber brauche ich ja nicht sagen, du kennst ja meine Farben. Das ist ja, oh, ne, love, love, love. Das finde ich total schön. Ja, ein bisschen Band. Dann ist oben nichts mehr dran. Oh, prima, 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 prima. Hier haben wir noch eine Spinne. Und dann haben wir Stanzteile. Große Kürbisse. Und die Häuser hier. Hat sie mir ein paar gemacht. Und die Kürbisse. Cool. Oh, das kriegt gleich direkt einen Platz. Und zwar auf dem Projekt. Ja, ja, ja. Genau so was brauche ich. Und habe es natürlich nicht. Ein, also der kommt gleich hier hinten hin. Das gefällt mir. Sieht cool aus. Ja. Die habt ihr gesehen. Packe ich hier mal wieder rein. Und kriege viele Fledermäuse. Und ich habe auch eine Pullkarte gekriegt. Oder wie sie sich immer noch nennen. Nein, ich muss Pull machen, deswegen kam ich gerade auf Pull. Oh, Moment, Moment. Die fliegen hier.
immer andersrum. Ganz viele Fledermäuse. Dezent, dezent. Und was ich da ja mal cool dran finde, die sind zwar schwarz, aber ich weiß nicht, kriege ich das? Nee, kriege ich so auch nicht hin. Aber eher, ja, wie soll ich sagen? Moment. Guckt, das ist richtig tief schwarz. Das ist eher so grau-schwarz. Ist nicht so pechschwarz. Finde ich cool. So, die mal eben da wieder einsortieren, bevor sie wegfliegen, wie die Fledermäuse. Oh. Ich habe jetzt auch ein paar Tage Flaute gehabt. Ungefähr eine Woche. Da ist noch eine Fledermaus drin. Aber irgendwie bin ich, glaube ich, jetzt wieder voll dabei, was die Ideen angeht. Ich habe gestern auf alle Fälle wieder angefangen. Ja, ne? Pull mache ich. Tada! Dem ist ganz übel. Der ist so grün. Diese Karten machen so Spaß. Ich habe da ja auch schon ein paar von gemacht. Und dieser Effekt einfach. Und nicht jeder kennt den Effekt. Und wenn man ihn nicht kennt und man denkt, ja, da gut ziehen, okay, zieht man. Oh, cool, wie geht das denn? Ne? Ja, also ich finde die Karten total genial. Gerade für Leute, die sie nicht kennen. Und ich glaube, das Ding habe ich auch bestellt. Mal gucken, wann es hier eintrudelt. Brauche ja jetzt nichts weiteres dazu sagen, nicht? Gut. Also, liebe Jan, Däumchen hoch. Meine Stimme versagt. Ja. Danke, danke. Eine Sache ist ja nun da hinten gleich mit drauf. Die wird gleich verwendet. Die kriegt ihren Platz da drauf, weil irgendwie finde ich das voll cool. Das passt da so gut zu. Ja. Ne? Die Figur darf auch wieder leiden. Selbstverständlich. Das kriegt ihr ein Plätzchen. Die nehme ich nachher erstmal mit zur Arbeit. ich werde berichten. Mein Spaß. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit viele gebastelte Werke von mir. Wie gesagt, im Moment bin ich an einem dran. Und das wird versprochen. Und es wird cool. Also ich finde es cool. Also in diesem Sinne, tschüssi, euer Elfenstübchen.